Was ist eigentlich der Unterschied zwischen Photovoltaik und Solar? Wir erklären es euch in unter 60 Sekunden. Solaranlage ist der übergeordnete Begriff für alle Anlagen, die Sonnenenergie nutzen. Photovoltaikanlagen erzeugen Strom, Solarthermieanlagen erzeugen Wärme. Die Wärmeenergie der Solarthermieanlage kann zum Baden, zum Kochen oder zum Heizen verwendet werden. Die elektrische Energie aus PV-Anlagen wird vorzugsweise für den eigenen Bedarf genutzt, kann aber auch mit Stromspeichern gespeichert werden oder wird ins öffentliche Netz eingespeist. Und natürlich auch das E-Auto lässt sich damit aufladen. Ihr könnt die beiden Anlagen aber auch optisch voneinander unterscheiden. Thermische Solaranlagen bestehen aus einzelnen Rohren. Solarmodule von Photovoltaikanlagen bestehen aus nebeneinander quadratisch angeordneten Halbleitern. Um keine wissenswerten Inhalte mehr zu verpassen, lass unbedingt ein Follow da!